Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Messers. Ich habe euch heute mal einen Schatz mitgebracht. Also mal wirklich einen Schatz. Und zwar habe ich hier das, wie man unschwer erkennen kann, das Jill Hibben Karambit mitgebracht. Und ich muss sagen, die Verpackung ist auf jeden Fall schön, ne? Ja, ist ein ordentliches Ding. Ja. Hier ist nochmal ein bisschen Deko-Zeugs drauf, also was zum Lesen, das Karambit nochmal. Und so sieht das aus. Das gucken wir uns gleich an. Aber erstmal gucken wir uns noch den Rest der Verpackung an. Hier haben wir eine wunderschöne Gürteltasche mit dem Aufdruck Jill Hibben, Hibben Knives, Custom Designs. Ja, hier mit Nieten befestigt, hier nochmal die Lederschnalle für den Gürtel. Und hier ist nochmal das, was ich erwähnt hatte mit dem Druckknopf. Warum kann das nicht jeder so machen? Also, ich finde sowas tausendmal besser, als wenn man da halt einfach nur so einen Klettverschluss reinmacht. Das ist viel besser und das hat nur 30 Euro mehr gekostet. Also, ja. So sieht das dann aus, ne? Und wir gucken einfach mal, was da noch so drin ist. Wir haben hier ein Echtheitszertifikat. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Weiß ich bestimmt. Und ja, ich werde euch das jetzt nicht vorlesen, das könnt ihr pausieren und euch in Ruhe mal durchlesen. Also ja, so sieht das aus. Hier haben wir nichts weiter drin. Nur noch das hier war dabei. Und ja, das ist halt einfach so, sind noch ein paar andere Messer von Jill Hibben. Anders gesagt, meine Einkaufsliste. Aber das ist ein anderes Thema. So, das hier ist jetzt die Verpackung, die Tasche. Das kann zur Seite. Und dann gucken wir uns einfach das Messer mal an. Echt wunderschön, muss ich sagen. Echt super. Schon ist zwar ein bisschen dreckig, das liegt halt einfach daran, weil es halt auch im Laden stand und es jeder angefasst hat. Aber schaut euch das mal an. Ich kann es ja mal kurz sauber machen. So, ich bin zurück und wie ihr seht. Boah, sieht das geil aus. Also, das ist eine sehr wunderschöne Klinge. Und ja, hier ist nochmal ein Aufdruck. Boah, wie das spiegelt. Hier bin ich. Hallo. Und ja, ich filme das mit dem Handy. Hier steht nochmal Jill Hibben. Hibben Knives Custom Design. Und auf der anderen Seite steht genau dasselbe, nur anders. Und natürlich kommt es aus China, so wie es aussieht. Aber USA Design. Naja, gucken wir uns mal den Rest an. Wir haben hier einen sehr wunderschönen schwarzen Griff mit drei Nieten, der das Ganze zusammenhält. Haben hier einen sehr schönen Ring, dass man hier auch gut reingreifen kann. Was ich auch schön finde, ist der Vordergriff. Also besser geht's einfach nicht. Hier, das liegt super in der Hand. Das ist perfekt für meine Hände gemacht worden. Also hier kann man so normal reingreifen, könnte man auch so machen. Und man geht halt hier in den Vordergriff. Boah, das ist schon geil. Und was ich auch schön finde, ist, dass die hier auf die Jimpings verzichtet haben und halt einfach einen glatten Rücken dagelassen haben. Hier hinten haben wir nochmal zwei schöne Spitzen. Also stimmt irgendwie hier so zum Einschlagen, so, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, aber ich denke mal, das ist zur Verteidigung gedacht. Also es ist ja ein Karambit. Also es ist halt nicht nur Zierde, sondern halt auch wirklich Jagdmesser. Also. Ich würde jetzt nicht mal davon ausgehen, dass man damit irgendwas in der Küche schneiden kann, weil die Form. Oh. Ja, es ist sehr spitz übrigens. Und das können wir auch gleich mal testen. Wir kommen nämlich jetzt zum Schärfetest. Und bei sowas darf das DIN A4-Blatt aus dem Drucker natürlich nicht fehlen. Und da schauen wir einfach mal, ne? Ja, das ist scharf. Und spitz wie Sau, wie ich schon gesagt habe. Also, wenn man da mal hier ein paar Tricks machen möchte, dann ist es aus. Dann ist es aus. Wenn man da irgendwas falsch macht. Aber schaut euch das doch an mal. Wow. Wow. Also da kann man echt nicht meckern. Also, okay, jetzt habe ich es ein bisschen weggerissen.
So, da stelle ich euch das Messer mal noch kurz im Detail vor. Und zwar haben wir ein sattes Gewicht von 206 Gramm. Wir haben eine wunderschöne Klinge aus dem 5CR15 MOV Stahl. Ist wirklich ein sehr guter Stahl. Kann ich nur empfehlen, wenn man so ein Messer mal hat. Also es ist ein ordentlicher Arbeitsstahl und die Klinge ist 14,4 cm lang. Die Schneide selber ist aber nur 11,8 cm lang. Wir haben einen 10,5 cm langen Griff mit Mikrata-Beschalung und dreifacher Vernietung. Und insgesamt ist das Messer 26,3 cm lang. Nebenbei möchte ich noch sagen, das Design ist für ein Karamint sehr gut gewählt. Wir haben einen Vordergriff, wir haben einen Normalgriff und es liegt einfach perfekt in der Hand. Es ist gut für kleine und auch für große Hände geeignet und ist ein echt sehr gutes Jagdmesser im Groben und Ganzen. Das wäre es dann auch abschließend zu diesem Messer gewesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.